Hallihallo zur letzten Folge dieser Saison. Spiel 10 steht an. Spiel 10, Spiel 7, Do or Die, oder in diesem Fall Do or Only Aufstieg. Ja, wir wollen die letzten zwei Punkte haben und das wäre natürlich überdimensional, wenn wir den Liga 4 Titel auch noch holen. Verträge, alle in der Verteidigung ausgelaufen. Einer ist hier. Seth Jones kriegt einen neuen Vertrag. Brent Burns kriegt einen neuen Vertrag. Und Steven Stamkos. Habe ich nicht gesehen, habe ich zu sehr auf Kucherov und Malkin hingeschaut. So. Weiter zum Spiel. Jawohl. Let's do this. Let's do this. Spiel 7. Format dieser letzte Folge. Diese Folge 83. Ich habe keine Ahnung, was in einem vorgeht, außer ihr kennt es selber. Und dieser Druck, es ist gerade innerlich so ein Druck da. CSSIS, CSS, CSS, unterstrich I, was zum Geier. Dieser innerliche Druck, der ist unfassbar. Was heißt unfassbar? Er ist unfassbar, aber man macht sich selber so viel Hoffnungen und man will unbedingt und die Gefahr ist, wenn man jetzt zu viel will, verkackt man es. Und auf das müssen wir jetzt aufpassen. Defensive Bully-Statistik, der Rest passt. Ich will die Tore sehen. Tuukka Rask. Gegen Marc-André Fleury. Nein, Pekka. Ihn ja alle zurück. Pekkarinne. Gegen Marc-André Fleury. Wir können zu Hause Meister werden. Hatten wir, glaube ich, erst einmal. Ich weiß es gerade gar nicht. Zweimal? Ich weiß es nicht. Aber wir können zu Hause Meister werden. Und das wäre doch mal schön. Ovechkin, Bergeron. Das ist Iginla, ein 99er Iginla. Ach, du grüne Neune. Oh, viel Offensivdruck gleich mal. Das ist Icing. Von Duncan Keith. Aber das war jetzt schon immenser Offensivdruck. Die Scheibe nicht rübergehen lassen zu Forsberg. Wichtig, dass das keine Strafe ist. Gut geblockt. Nein! Getzlaff, den macht er vielleicht. Achso, es ist Getzlaff. Ja, ich dachte gerade, es ist jemand anders vielleicht. Aber nein, es ist... Oh, Iginla, Alter. Aber es ist Getzlaff. Oh, scheiße. Yossi, geblockt von Subban. Hat die Scheibe immer noch. Und Getzlaff. Verpiss dich. Subban zusammen mit Forsberg. Oh, klasse. Alter, wenn wir gegen den verlieren, das ist, glaube ich, nicht schlimm. Das ist alles andere als böse. Alter, was war denn das für ein irrer Block gerade? In letzter Sekunde wirft er sich da dazwischen. Aber wirklich heldenhaft. Wortwörtlich heldenhaft. Da fällt mir kein anderes Wort mehr zu ein. Hallo, Hetman. Hetman. Aber da war kein Verteidiger da, das war gerade mein Problem. Ansonsten wäre der Schuss eher gekommen. Malkin. Jones wirft sich da voll rein. Aber ist auch gut so. Hier, oh, der spielt 1-3-1 tief. Alter. Jetzt ist es mir erst aufgefallen. Das ist natürlich, ändert einiges. Zu wissen, dass der hinten immens noch tiefer steht als ich teilweise. Bergeron gegen Pekkarinne. Bergeron. Dann kommt ich hin gegen Hetman. Jetzt kommt er hin, kriegt er die Scheibe nicht. Altbekanntes Problem. Brent Burns zu passiv? Fragezeichen? Nein. Hetman ist da. Drew Doughty. Gegen Jonathan Goodrow. Oh, die spielt gleich wieder raus. Gleich wieder zu Shane Gothelsberg. Oh, schade.
getan. Da kommt noch einer von hinten. Das war in dem Fall Carlson. William Carlson, nicht Eric Carlson. Ja, klar. Boah. Digga. Und das, danke, das sind jetzt endlich die 2 Minuten, die ich haben wollte, weil das kann's nicht sein. Das kann's nicht sein. Aber klasse gemacht von Burns. Hut ab, Respekt. Und das sind deutlich jetzt, Alter. Also tut mir leid. Alter. Kucherov. LOL. Der ist drin. Ist nicht. Ist er nicht. Ist er nicht. Getzlaff gegen Josi. Schauen wir tief. Egal. Nicht geahndet. Rask muss festhalten. Ich hatte keine Passoption mehr zu Keith. Da hätte er sich nicht genug bewegt. Tuka Rask. Also kurze Diversion. Der weiß zumindest, wie man Bullies spielt. So viel steht schon mal fest. Blake Wheeler. Jaromir Jagr. Wheeler. Wheeler. Scheibe geht einmal durch. Wichtig, dass Kucherov die Scheibe hält. Ja, Kucherov. Gegen Dowdy. Beide Taktiken funktionieren 1A. Oh. Oh, der wäre schön gewesen. Oh, der wäre wirklich schön gewesen. Beide Taktiken funktionieren 1A, 5-3. Trotzdem mehr Zeit in der Offensive. Das ist schon mal gut. Aber 90, Alter, 90% Passquote. Hallo. Da sind wir meilenweit von entfernt. Aber das wird ein enges Spiel. Forsberg verpasst, Scheibe 1. Fleury hält sie. Ah, einfach mal hinknallen. Wieso nicht? Wieso nicht? Keine Ahnung, wie der hinkommt. Ist mir relativ egal. Wichtig ist, dass ich hier mal kurz einen zweiten Verteidiger kriege. Hallo, danke. Das war Sidney Crosby. Carlson auf Pastrnak. Ja, Alter, verpiss dich von der. Schaut euch das an, wie der mir hinten drin hängt. Alter. Oh, stark. In letzter Sekunde. Danke, Heppe. Gegen Aginla. Jones ist da. Kucherov. Malkin. Durch die Beine. Ärgerlich. Abseits, jawohl. Den hat er sich selber gemacht. Die Abseitsposition hat er sich selber gemacht. Aber den Fehler hat er sich jetzt selber gemacht. Warum? Es standen beide mit dem Fuß auf der Linie.
Gottes Willen. Immens offensiv. Brutalst offensiv. Ihr habt eigentlich die Scheibe. Hier. Wir haben die Scheibe. Oh! 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 Und die war... Die Chance war größer, als wir anfangs dachten. Malkin. Schön verteidigt. Suben. 2-0. Jones ist schlecht. Wer hat eigentlich die Scheibe? Wir haben sie. Kopita. Keith. Oh, rettet das super wieder. Wieder super gerettet. Also definitiv. Egal, wer hier gewinnt. Wirklich vollkommen egal. Verdienter Sieger. Vollkommen verdient. Zuben macht ihn. Jawohl. Und das ist eine Granate aus dem Winkel. Alter. Freunde der Morgensonne. Das ist eine Granate. Boah. Da hat René keine Chance. Da hat er keine Chance. Bei aller Ehre. Schaut euch diesen Hammer an. Alter. PK Zuben. Und jetzt muss er liefern. Das wäre fast das zweite gewesen. Alter. Alter, das wäre fast das zweite gewesen. Mit 6 Torschüssen, Alter. Das ist wirklich stark, was wir spielen. Es ist nicht so, dass wir... Er hat viele Chancen, aber er hat nicht die Zeit in der Offensive. In der Zeit in der Offensive sind wir, die vorne spielen. Aber die gefährlicheren Chancen und mehr Chancen hat er. Deswegen habe ich vorhin gesagt, egal wer hier als Sieger vom Platz geht, hat sich's vollkommen verdient. Und das ist hier definitiv gerade der Fall. Sollte das passieren. Boah. Nächste Granatenchance, Zuben. Gleich 2 von der Sorte. Abseits. Boah, letztes Drittel stand 1-0, 17:49 auf der Uhr. Es ist alles möglich. Wir können das Spiel noch 5-1 verlieren. 0 können wir nicht mehr verlieren, aber 5-1 können wir. Hier, nee, muss ich auf die Rückhand nehmen. Wenn ich den... Ja, hätte ich jetzt einen Linkshänder gebracht, dann ja. Aber ansonsten... Stamkos. Stamkos kriegt den Check von Ovechkin. Die Scheibe, wollte gerade sagen, die rutscht ihm nicht durch. Glück im Unglück, würde ich da sagen. Weil da schubsen wir ihm die Scheibe selber zu und machen die Chance gefährlicher, als sie ursprünglich war. Malkin bricht durch. Auf der Wheeler-Seite. Schön geschmissen Richtung Tor. So, wir brauchen jetzt jede Chance. Jeder Nachschuss kann Gold wert sein.
Frage ist, ob das unsere Spieler auch wissen. Manchmal denke ich mir, nein. So wie sie spielen, wissen sie es nicht. Boah, das ist der Pfosten, unser eigener Pfosten. Oh ja, das sind die Pässe, die du nicht spielen darfst. Unter keinem Umstand. Wir spielen so schön. Wir spielen es einfach so schön zu Ende eigentlich. McKinnon kommt nicht zum Schuss. Da drüben kommt Dowdy noch mit. Aber Flurry verhindert Schlimmeres. Jussi, spitzeln wir die Scheibe vom Schläger. Dem nächsten spitzeln wir die Scheibe vom Schläger. Wollte gerade sagen, Jones, bleib da hinten. Du bist ein Verteidiger. Hast davon nichts verloren. Dich brauchen wir für sowas. Also sowas darf nicht passieren. Unter gar keinen Umständen. Gasttorhüter vom Eis. Tor. Was war das denn? Lass das bitte jetzt kein Glitch sein, wirklich nicht, Alter. Hier. Er nimmt die Scheibe und rennt einfach zurück. Und jetzt nimmt er einen Torhüter raus und rennt. Er verändert die Richtung. Er rennt ins eigene Tor rein. Oh nein, dann wieder ein Torhüter vom Eis. Was ist denn jetzt los? Was macht er denn jetzt? Ah, er trifft das leere Tor nicht mal. Hä, aber das ist so komisch, weil... Will er jetzt so hoch verlieren, oder... Ich weiß es nicht. Ja, das ist ein Müll heute runter. What the fuck? Hä, warum war es bei mir leeres Tor gerade? Das gerade gesehen. Also lass mal super ein paar Punkte machen. Aber ist irgendwie gerade komisch. LOL. Pekarini checkt mich. LOL. Was ist das, ne? Ich bin verwehrt. Ich glaube, dass er das so macht, dass es nicht als Sieg gewertet wird. Ich habe keine Ahnung. Duncan Keith kriegt noch einen. What the fuck? Kucherov macht noch eins. Das ist, glaube ich, sein erstes in dieser Saison.
falls was ist. Habe ich es für. Check me in, sorry. Habe ich es für EA, also aufgenommen. Das ist das Gute gerade. Von der Mittellinie! Von der blauen Linie, nicht Mittellinie. Ich weiß gar nicht, ob der mit von der Mittellinie geht. Nee. Oh, der Körper. Johnny Goro. Was ist denn das? Was soll denn das jetzt? 13-0 hier. Ist das ein Streamer oder so? Und ich weiß es nicht. Lol. Boah, gerade noch so, dass ich reingekriegt habe. Hat. Folgentitel, was ist denn hier los? Hier, der kann die normalen. Bringt er nicht rein. Godrow. Bringt einen rein. Aus dem Pfosten, Alter. Das darf man beide nicht. Godrow. Der geht vorbei. Jones. Abgefälscht von Bergeron. Und das drin. Hey. Zum Geier, Alter. Was zum Geier ist hier los? Ja, jetzt wäre ich gegangen. Division 4 gewonnen. Okay. Aufgestiegen in Division 3. Das ist ein bisschen weird, den Meisterschaftstitel so zu gewinnen. Ganz dezent weird. Was war denn das gerade? Was? Was? Ich muss mal kurz ein Foto machen. Was? Sorry, ich bin gerade völlig sprachlos. Ich suche gerade im Internet, ob das irgendwie Glitch war oder so. Also was er damit erreichen wollte. Wenn ihr das jemand aus den Kommentaren wisst, sagt es mir bitte. Aber es ist einfach gerade mega weird. Das ist alles. Ich bin gerade irgendwie... Nicht böse gemeint, aber ich bin gerade ein bisschen perplex. Ich kann mich gerade nicht mehr richtig freuen über die Meisterschaft. So eine Meisterschaft zu gewinnen ist irgendwie komisch. Sorry. So, 7 Siege brauchen wir nächstes Mal. Puh.
Das ist heavy. Boah, wir hatten diesmal 7. Hatten wir 7? Nein, wir hatten 6. Und einen Punkt. 13 hatten wir. Wird spannend dieses Jahr. Welttabelle. Schön. Schön. So langsam wird sie doch noch. Aber wie gesagt, es ist. Was? Ich bin gerade nicht so ganz sicher, was hier los war gerade. Okay. Also, ich meine, Sachen, die wir nicht bauen können, aber okay. Okay. Kenne ich den einen Typen so. Okay. So fühle ich mich gerade, ohne Witz. Natürlich jetzt scheiße für die Statistik, ist ganz klar. Crosby auf einmal punktgleich mit Hedman. Plus 35. Aber wie gesagt, dadurch jetzt keiner Minus. Malkin 4 Assists, kein Tor. Burns 3 Assists. Kopita 1-3, wow. Getzlaff 1-3, Goffitspeer 2-5, Marlow 2-1 in 10 Spielen. Bergeron 3-21, McKinnon 4-6. Das hat eigentlich auch stark nachgelassen, Nathan McKinnon. Jones, okay. Keith, okay. Landeskog, okay. Subban, stark. Kucherov, okay. Stamkos, okay. Hedman ist okay. Forsberg ist okay. Wobei, Forsberg ist echt gut, 24 Punkte. Und 29 Spielen ist schon stark. Crosby 41 Punkte in 92 Spielen. Und dasselbe nochmal. Gut, plus minus ist halt Jonathan Gaudreau einfach krank. Wahrscheinlich doch bei N vielen Toren hier auf dem Platz. Flurry 1,79, 87,86. Joa, auch annehmbar. What the fuck? Was ist hier gerade passiert? Kann mir das irgendjemand erklären? Was war hier gerade los? Ich weiß es nicht, Freunde. Ich weiß es nicht. Ich muss doch schon auf gegen CPU spielen. Okay, das habe ich alles schon gemacht. Also am Wochenende kommt anscheinend nichts Neues dazu. Alles klar, gut zu wissen. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann schauen wir mal, wie es weitergeht hier. Genau. Bis dann. Tschö mit Ö. Und bitte erklärt mir, was hier gerade los war.